Wie kann ich nun meine Fähigkeiten ändern? Und zwar will ich mich die, wenn schon, möchte ich was in Brand stecken. Oh, wir haben alles drei hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was sind die spanischen Forscher von den Helden? Achso. Wirklich lesen möchte ich das gerade gar nicht. Ich möchte meine Fähigkeiten austauschen. Achso, da kann ich. Sehr nett. Jetzt setzt du mich ganz sanft wieder. Sehr nett. Jetzt setzt du mich ganz sanft wieder ab und hebst etwas auf, dass dir nicht das Geld rausbläst, wenn es bla 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 bla. Ich möchte mich wissen jetzt, wie man ja, die Fähigkeiten austauscht. Ziel erfasst und schweben. Siegkraft 1, 2, 3. Ja, im Tarmenü. Z. 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 Z funktioniert aber gar nicht. X geht auch nicht. Z. Hier. Z. 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 Hm. Möchte er nicht. Na gut. Dann bring mich zum Agenten 1 Labor bitte. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde. Im Mistern, also im unseren Gehirn. Bringen das Vieh um. Okay. Stellen wir uns meinen großen Taucherhelm spuckenden inneren Dämonen. Ganz recht so. Also wir stellen uns jetzt im Vieh. Was ist das denn hier? Was ist das? Nein, Sascha Schieter möchte ich. Schießstand möchte ich nicht. Ich möchte mich in unserem geheimen Experiment. Das Ding töten und dann, sag ich mal, reicht's auch, wenn wir das mal gerade eben, was wir jetzt noch 3/4 Stunde gespielt haben oder so. Aber es reicht. Ich bekomme gerade wenig Lust auf das Spiel, also das heißt wenig Lust, aber mir vergeht die Lust schon ein bisschen, sag ich mal so. Und dann aufzunehmen bringt ja relativ wenig. Was kann ich denn auf die werfen? Kann mich nicht gut festhalten. Ich brauche irgendwas im Werfen, bitte. Kann mich nicht gut festhalten. Da muss ich ja. Ach, Moment mal, so. Idiot. Muss man uns aber besiegen? Doch, besiegen war relativ einfach. Naja, nervig. Der geistige Müll, dass man heulen muss. Die hat auch über mehr Taschen einfassen können, anstatt immer die gleichen 5 Stück, glaube ich, 6 Stück, was es sind. Oder 4. Hier heult noch ein Tisch, glaube ich. Hey, wo ist der hin? Hab ich mir das alles bloß eingebildet? Da oben heult wieder irgendwas da. Da sich drehen. Liegen geblieben. Küken. Nein. Na, dann muss ich wieder auf das Ding warten. Wo ist das Teil? Ich hab gesehen, dass hier irgendwas Gelbes rumfliegt. Wo ist das gelbe Zwiebelt? Zwiebelt. Da ist es. Hab's. Dann können wir noch Level 22 erreichen, eventuell. Zack. Tadam. Ihr seid meine eigene Schöpfung. Ich befehle euch aufzuhören. Mist. Das klappt anscheinend nie. Komm, komm. Kann mich nicht gut festhalten. Ich will den werfen. Warte doch mal. Ups. Hepp. Heppa. Wut. Heppa, jetzt aber. Nö, ging nicht. Ich dachte, ich kann den aufwerfen wie den anderen, aber bei dem. Nö. Also von Spinnenwebe, jetzt können wir hier hochgehen. So, zu dem, warum ich auch aufhören möchte, ist, ihr merkt schon, ich werde auch langsam ruhiger besprechen. Und dass es ruhig ist, muss ja nicht unbedingt sein. Ist ja auch eher langweilig. Langweilig für euch. Komme ich da auch schon ran? Ja, wir haben schon was. Sehr schön. Haben wir auch diesen Jammerkasten Flachwitz befriedigt? Gedämpft? Wirklich gestellt?
Wie auch immer. Na. Komm. Oh nein. Kann mich nicht gut festhalten. Doch, wir können das. Warte. Kann mich nicht gut festhalten. Ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die ganze Angelegenheit. Bisschen doof. Aber wenn wir schon irgendwie hinkriegen. Dessen bin ich mir sicher. So, wir haben auch eingesammelt. Was ist das? Oh. Wieder Viecher gespawnt. Bam, 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 bam. So. Ja, mit dem herkömmlichen Schlagen fahren wir doch wohl noch am besten. Können wir den. Ne, den können wir nicht einfangen, schade. Er hätte ja sein können, wir den Hasen einfangen können. Hier dieses kleine Rippchen immer noch mit. Wir können sogar Level 23 schaffen. Unfassbar. Wo ist denn der Stempel, Heini? Da oben schießt einer. Nein. Wie habe ich das jetzt gemacht, bitte? Ich auf E mache. Ne, das mache ich auf rechts. Und das mache ich auf Q. Weg von mir. Ich will euch anbrennen. Warte doch mal. Ne, die kann man nicht anbrennen, schade. Er kokelt die nicht ab. Wenn er nicht abkokelt, was machen wir denn dann? Tun wir erst einmal den da oben anvisieren. Feuer und Feuer und weg ist er. Wer jammert hier schon wieder? Das Bild will ich hier auch haben. Und hier ist noch ein Bild irgendwo. Ist da oben das Jammerding? Ich sehe es nicht. Frage ist, kommen wir da noch hoch oder was? Da ist ein Häschen. Hier hinter ist nichts, aber wir kommen bestimmt hier. Ja, genau. Dann kommen wir hier. So nicht hoch. Da ist noch eins. Das holen wir uns auch gleich. Ah, so hoch. Dann, da kommen wir nicht ran. Den nehmen wir mit. Der jammert mir zu viel. Leichte Exkursion, wenn ich jetzt mal das Wort. Also Expedition. Exkursion, wie auch immer. Das Bild auch noch. Oh, Level up. Level up. Freundchen. Bam. Vaterbrand. So hepper. Jemand schon wieder irgendwas rum. Haben wir hier unten, genau, vergessen. Alter, gibt das hier Punkte. Das ist so krass, wie viele Punkte es hier gibt. Deswegen möchte ich auch gerne hier den Tweety haben. Wo ist der Vogel? Da ist der Vogel. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade zurückgeladen. Ist bestimmt ein bisschen langweilig, aber hat immerhin 9 Punkte. 9 Ziehkräfte, oder Ziehbilder, Ziehpunkte, wie auch immer. Die wieder näher ran sind am Level Up. Level Up heißt wieder, dass wir dann irgendwann Richtung Level 30 gehen und eine neue Zielkraft kriegen würden. Hallo. Oh, romantisch. Ja, komm, schaukel. Geht doch, Marine, haben noch keine Zeit, Junge. Boah, verdäß. Ups. App. So, jetzt nochmal. Jetzt sind wir gerade alleine. Nur noch du und ich. Jetzt geht's. Jetzt kann ich da anrennen. Bisschen mehr Zeit gehabt. Boah. Hallo. Hau ab. Na toll. Die Energie, dass die auch hier wegrennen müssen. Dass wir einfach die Energie nicht einfach liegen lassen können. Nee, da rennt man die scheiß Energie nur hinterher. So ein Schwachsinn, ey, ehrlich. Aber für viele Verständnis, das ist halt wirklich einfach nur ätzend. Das kann auch ein Leben kosten.
Rennt man da hinterher? Oh, nerv. Oh. Rennt man da hinterher, um. Sich schnell zu retten? Was ist? Man kriegt's nicht, weil. Keine Ahnung. Das Ding weghopst und man selber nicht wegkommt, weil dann so ein Bomber-Ding wieder im Weg ist. Irresibelt. Yep, aber. So, jetzt hab ich den Faden verloren. Obwohl, ne, ich hab's ja eigentlich den Satz beendet. Na du? Mach mal schnell fertig, zack. Energie, hier ist noch nichts mehr. Und hier war auch noch ein, genau. So, dreh um. Dreh um. Tweety. Jawohl, hab ihn. Oh, wie viele Energie es hier gibt, ne? Was ist das denn hier? WTF. Was ist? Bringt er mich jetzt hoch oder so? Nee, ne? Er stinkt einfach nur hier rum. Alles klar, okay. Gut zu wissen. Oh oh. Mein Junge, tut mir ja leid, aber du hast ein schweres mentales Problem. Der Ursprung liegt in diesem Bereich hier, den wir Mediziner gerne auch als das Gehirn bezeichnen. Und deins ist einfach schlecht. Ich sage es nur ungern. Aber du hast den Wahnsinn einer Seekuh. Ich weiß, das sagen sie mir alle. Was ist denn falsch in meinem Gehirn, Doktor? Was weiß denn ich? Ich bin Zahnarzt. Aber eines weiß ich. Ist dein Zahn verrottet? Muss er raus? Aber meine Zähne sind gut. Ja, dieses Gehirn muss raus, Junge. Es ist der schnellste Weg, um dich zu heilen vom Wahnsinn des Geistes. Aber ich will nicht. Halt jetzt still. Das tut nur so lange weh, bis das Gehirn herausfliegt. Keine Angst, Dogen. Ich komme hoch und rette dich. Was läuft da schief, Rasputin? Keine Zeit jetzt, Sascha. Ich muss diesen entsetzlichen Dornenturm hochklettern. Oh, okay. Andere Frage. Wie kommt der Typ in unseren Verstand rein? Braucht das? Wieder irgendwas Neues zum Einsammeln? Level 26. Braucht das? Irgendwas mit Müll, irgendwas geistigen Müll, bla 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 bla, kann das sein? Allen geistigen Müll gesammelt oder sowas? Irgendwie so ein Dreh? Keine Ahnung, ich konnte so schnell nicht lesen. Tut mir leid. Was ist das denn? Durchfall erhöht. Achso, okay. Als können wir schon 6 Herzen haben. 6 Leben. Wetzeljagdtür? Ne. Dann haben wir hier zum Sammeln. Und meine Schatzkammer hier rennt weg. Obwohl ich die auch ganz gerne hätte. Also, bleibst du wohl stehen. Tada! Heute die Eier, morgen die Welt. Ah ja, okay. BTF. Oh Mann, was war denn das? Ich sehe hier lauter verrücktes Zeug, Sascha. Das kann nicht stimmen. Ach, warum habe ich nur den Gehirnschützer gekauft? Okay. Jetzt kommt Donny von uns und vom Gehörmixer. Level up. Es ist einfach so krass, wie schnell man gerade Level steigt. Ach, ich komme einfach nicht höher. Du musst deine Schwebekraft einsetzen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Jetzt lernen wir erst die Schwebekraft und kommen. Ich wusste ja nicht, dass dir noch die Grundlagen fehlen. Boah. Zum Glück arbeitet hier eine der besten Schweberinnen der Welt. Agentin Milla Vodello, die sinnige Sirene. Genau. Mit diesem Ruderträgerabzeichen kommst du zu ihr ans Dock. Ich versuche herauszufinden, wo die Interferenz herkommt. Komm zurück, sobald du dein Abzeichen erlangt hast. Guti. Aber dies alles sehen wir erst im nächsten Part. Ich speichere hier schon mal einmal. Und speichern. Und sage dann jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. War bis dahin ein lustiger Part mit mehr Action, was mich gefreut hat.
Das Spiel macht mir mehr Freude, auch wenn es gerade nicht der Anschein macht, aber ihr müsst verstehen, ich habe jetzt eine anstrengende Woche hinter mir. Bin mal wieder arbeiten gewesen und momentan nur Scheißarbeit da. Und dadurch, ja, bin ich ein bisschen kaputt. Und kann nicht mehr, sagen wir mal, 2 Stunden aufnehmen oder eine Stunde hier aufnehmen, quatschen, dann nochmal andere Spiele gehen, Stunde aufnehmen, quatschen. Nee, so ist es nicht, also lasse ich es hier sein mit einer Dreiviertelstunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, kommentiert fleißig und guckt weiter meine Videos, das freut mich. Und schreibt mir Nachrichten. Also, in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.